Ja, hier haben wir heute wieder mal Rundgang durch die Werkstatt. Hier sehen wir einen Kühlschrank, ein Sonderbau, ein 85F. Das ist also ein Kühlschrank für einen Absorberersatz in 12 Volt. Ohne Tiefkühlfach. Wird bei uns auf Bestellung gefertigt. Dann haben wir hier einen Transportkühler, eine Reparatur. Hier sind wir Eliwell-Regler am Umprogrammieren, dass sie das bringen, so programmiert. Man kann die einzeln umprogrammieren oder man nimmt hier den Kopierchip und hängt das hinten an. Man sieht dann Download No. Ja, dann hat das nicht funktioniert. Das ist, wenn Chef kommt und was zeigen will, dann geht es nicht. Und jetzt kommt Download Yes. Und jetzt ist das ganze Programm, die ganzen Parameter hier aufgespielt. Dann hier sind wir gerade am Einpacken von Slim 150. Dann hier ist ein Wemo 51N mit sehr langer Leitung. Also hier kommt das Kühlaggregat weg und wird irgendwo dann separat montiert, weil wir hier irgendwie eine Leitung durchführen müssen. Klar machen wir wieder mal Transportkühler. Und das hier ist eine Klimaanlage von der größten Zahnradlok der Welt. Da könnt ihr googeln, verlinke ich euch in der Endcard. Das ist MRS Brasilien. Ja, seht euch die Lokomotive an, da gibt es sicher irgendwas zu sagen dazu. Ja, hier stehen Medizingeräte rum. Ist gerade eine Palette Kompressoren gekommen plus Steuerungen. Ja, mehr kann ich euch hier auch nicht sagen. Hier sind wir auch am Aggregate fertigen. Für Covid-19-Testgeräte, sage ich mal, so Blutanalysegeräte. Hier steht auch ein Transportkühler, der läuft jetzt hier noch auf dem Test, ob die Batterien hier, das Gerät muss 24 Stunden laufen. Autonom mit Datenaufzeichnung, Sender, alles was dazugehört für den Transport von Pharmaprodukten. Ja, ihr seht, es ist Frühlingslager, ist voll. Hier ist gerade ein LKW gekommen mit Ware aus Italien. Also wir sind bereit für den Sommer, dass wir hier ein paar Kühlschränke liefern können. Hier stehen auch, das muss morgen raus, das sind auch Transportkühler. Dann hier Tiefkühltruhen von Liebherr, die wir umbauen auf 12 Volt für Solar. Ja, das soll es gewesen sein, oder nein, wir gehen noch kurz in den oberen Stock. Da sind wir am Gehäuse fertigen. Wendeltreppe hoch. Ja, hier stehen auch leere Gehäuse. Da fertigen wir aus Chromstahl Innengehäuse. Das sind die Chromstahl Außengehäuse. Fertigen wir hier unsere kleinen Produktion Kühlschränke. Die Kühlschränke kommen dann hinten an, kommen hier in diese Form. Hier wird der Schaum eingefüllt. Und sie gehen dann hier wieder raus zur Reinigung, Montage von Durchführungen und so weiter. Ja, das soll es gewesen sein hier aus unserer Schäumerei. Das ist das Letzte, was man sehen will. Ihr seht auch hier, spritzt mal der Schaum. Das war heute Montag, 1. Februar, nee, 1. März 2021. Ich wünsche euch einen schönen Tag.